Schau mal, Leute, ich habe festgestellt, dass die meisten Unternehmer, Selbstständige, Agenturen, Berater einfach nicht ihren Urlaub genießen können. Und da steckt ein Mindset-Problem dahinter. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps mit an die Hand, wie du deinen nächsten Urlaub genießen kannst und dass du dir ihn vor allem überhaupt nimmst. Weil das ist ja ein Riesenproblem. Warum macht man das nicht in erster Instanz? Na, weil man immer wieder denkt, ah ja, ich muss noch das Projekt fertigstellen. Ah, ich kann jetzt noch nicht. Wir haben noch XYZ offen. Ah, das ist noch auf dem Tisch. Ah, die To-Dos habe ich noch nicht fertig gemacht. Aber wenn dann, das ist ein riesiges Mindset-Problem von vielen Agenturenhabern, Beratern da draußen, die einfach sagen, hey, ich kann es mir jetzt noch nicht gönnen. Und es ist ein wichtiger Bestandteil. Und warum das so ist, das erkläre ich dir auch jetzt. Stell dir vor, du bist Bodybuilder oder bist einfach Athlet oder willst einfach deinen Körper stärken, da geht es dir um Progress, oder? Und wie wachsen jetzt die Muskeln? Indem du jeden Tag, 7 Tage die Woche, Bizeps Curls machst, Bankdrücken machst, wird das funktionieren? Ich glaube nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil deine Muskeln die ganze Zeit übersäuert sind, übersteuert sind und gar nicht mehr nachkommen mit dem Wachstum, einfach ausgereizt sind. Sie sind erschöpft. Sie können nicht mehr maximale Leistung bringen. Und genau das ist auch wichtig als Unternehmer, dass du dir regelmäßig Auszeiten nimmst. Und damit meine ich jetzt nicht, du musst jetzt einen Monat dahin reisen oder 3 Monate irgendwo ein Retreat machen. Bullshit, okay? Es reicht ja, wenn du regelmäßig ein paar Kurztrips machst, aber auch mal einen Urlaub, wo du wirklich einfach frei von allem bist und wieder mehr bei dir sein kannst, ein bisschen Recharge machen kannst an einem geilen Ort. Weil mittlerweile bist du ja auf einem Level angekommen, da kannst du dir richtig geilen Urlaub leisten. Und schau mal, das hier ist jetzt die Aussicht von dem Hotelzimmer hier. Mega geil. Mehr Blick, so teuer ist es letztendlich auch nicht. Es kommt ja immer auf den Standard an, den man selber hat. Und den kannst du auch systematisch erhöhen. Standard ist auch ein wichtiges Thema, weil das ist der einzige Weg, dein Leben zu verändern. Den Standard zu erhöhen. Und zwar konstant. Und immer höhere Erwartungen zu haben, ist da falsch. Aber einen höheren Standard für dich selbst zu setzen und den auch zu halten und dafür die Bedingungen zu erfüllen, das ist, worauf es ankommt. Was meine ich damit? Damit man das auch mal ganz einfach erklärt bekommt. Stell dir vor, du willst einen Führerschein machen, vielleicht einen Motorradführerschein wie ich dieses Jahr, dass ich einfach mit so einer geilen Ducati da rumballern kann. Vielleicht hast du auch Bock drauf. So, bei einem Führerschein, was muss man da machen? Die Bedingungen erfüllen, den Theorieunterricht machen, die praktische Prüfung machen. Da kommst du nicht drum herum. Also frag dich, willst du die Bedingungen für einen gewissen Standard, für ein gewisses Level überhaupt erfüllen oder nicht? Weil dann fängt es schon an, wieder mehr Spaß zu machen. Dann fängt es auch wieder an zu wissen, diese Sicherheit zu haben, auf dem richtigen Weg zu sein. Und der nächste Punkt ist, wenn du es dann wirklich geschafft hast, in den Urlaub zu fahren, womit ja wirklich viele Probleme haben. Und es klingt so simpel, aber manchmal muss man auch einfach diesen unangenehmen Weg am Anfang gehen und zu sagen, hey, ich steige jetzt in den Flieger, ich gönne mir das jetzt. Urlaub mit mir selbst, mit meiner Partnerin, mit einem Freund. Du hast ja unendlich viele Möglichkeiten, aber mach es vor allem auch regelmäßig, mindestens einmal im Quartal. Bei mir ist es so, für mich selbst, ich bin im Quartal circa 2-3 Mal im Ausland und davon ist immer ein größerer Urlaub, weil es einfach so Recharge ist, voller Energie kommt man wieder zurück und hat wieder Bock. Da komme ich aber auch gleich nochmal im Video drauf zu sprechen. Und es ist ganz wichtig, das auch zu planen. Weil du kannst nicht einfach, okay, kannst du schon, weil mittlerweile müsstest du auch die Freiheit haben, einfach jetzt nächste Woche in Urlaub fahren zu können, weil der Laden läuft. Tut's aber in den meisten Fällen leider nicht. Deswegen ist es ja das, wo man hinarbeitet, zu arbeiten. Und vielleicht kannst du damit relaten, dass du es aber auf jeden Fall vorher planst, in deiner Quartalsplanung. Dass du weißt, hey, dann geht's dahin und da ist dann off. Und dass du dann auch berücksichtigst in deiner Planung, zu sagen, hey, okay, jetzt habe ich hier vielleicht eine Woche weniger im Quartal, hast 12 statt 13 Wochen. Das berücksichtige ich aber für meine Ziele, dass ich die zur Verfügung stehende Zeit, die ja da ist, maximal nutze, maximal produktiv zu sein. Weil der größte Irrglaube ist ja, dass man denkt, es braucht mehr Arbeit für ein besseres Ergebnis. Also mehr Arbeit gleich mehr Output. Aber so ist es ja nicht. Schau mal nach China. Wenn du denkst, du könntest da irgendwen outperformen, die Leute arbeiten alle 16 bis 18 Stunden. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen Arbeit neu definieren. Und indem wir das tun, müssen wir unser Denken neu definieren. Die neue Art des Denkens, der neue Weg zu denken, den gebe ich dir gerne mit. Können wir gerne mal drüber sprechen in einem kostenfreien Beratungsgespräch. Aber hier geht es jetzt erstmal darum, den Urlaub dann auch wirklich genießen zu können. Was sind da für Tipps, die ich dir mitgeben kann? Zum einen, du musst eine klare Kommunikation an deine Kunden haben, dass die wissen, entweder, dass du im Urlaub bist, je nach Teamgröße, oder deine Teammitglieder wissen, dass du im Urlaub bist. Das vergessen auch manche, die sagen einfach, jo, ich bin jetzt im Urlaub, oder jo, nächste Woche bin ich im Urlaub, aber gar nicht abklären, was heißt das denn jetzt? Was passiert denn, wenn ein Kunde
dich erreichen will. Was passiert denn, wenn ein Notfall ist? Was passiert denn, wenn ein Mitarbeiter am Telefon drangeht oder vielleicht ein Projektmanager und irgendwas brennt? Wann bist du erreichbar? Wie bist du erreichbar? Wissen deine Mitarbeiter und auch deine Kunden Bescheid? Je nach Teamgröße muss halt eventuell auch nur der Mitarbeiter Bescheid wissen, weil du sowieso erreichbar bist. Und dann ist auch ganz wichtig, dass du dir mal wirklich Zeit aufnimmst. Also wirklich, wo du einfach sagst, hey, heute ein, zwei, drei Tage, je nachdem wie deine Termine sind, wo du einfach sagst, hey, ich mache gar nichts, ich lege auch mein Handy weg. Und ich würde dir auch empfehlen, deinen Laptop nicht mit in den Urlaub zu nehmen. Weil dein Laptop ist ja, also ich meine, wir sind sowieso so Cyborgs. Ja, wir sind Cyborgs, wir haben immer das Handy in der Hand. Aber gerade mit Laptop ist man dann oft wieder dazu verleitet, auch im Urlaub Gas zu geben. Und hier sollst du entspannen. Anspannung braucht Entspannung. Alles braucht zwei Seiten. Alles muss im Gleichgewicht sein. Wenn du zu sehr in ein Extrem rast, wirst du auch zu sehr das andere Extrem haben wollen. Und wenn du darauf nicht achtest, wenn du nicht auf dich achtest und immer nur arbeiten, 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 anstrengen, leisten, 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 dann wirst du früher oder später daran kaputt gehen. Und vielleicht sagt dir jetzt dein Ego, nein, ich muss einfach mehr arbeiten, ich muss mehr Gas geben, ich bin eine Maschine, babababab. Ja, ja, mein Freund, wir werden sehen. Das dauert, ja, das ist ein Delayed Effect. Das kommt immer ein bisschen später. Und vielleicht äußert sich das bei dir mit einer Krankheit, mit Abgeschlagenheit, mit Lustlosigkeit, mit Monotonie, was auch immer es ist. Es belasse dich und es schränkt deine Performance ein. Die High Performer, die wirklich auf einem hohen Level konstant performen, die machen auch alle regelmäßig Urlaub. Und nutz diese Tipps hier aus diesem Video, damit du vielleicht deinen Urlaub nächstes Mal besser planst, besser strukturierst, besser kommunizierst und dann auch wirklich abschalten kannst. Wofür machst du das Ganze denn? Du willst auch Unternehmer sein, du willst auch geile Freiheit genießen. Warum erlaubst du dir das nicht jetzt schon? Du kannst es dir jetzt schon erlauben, weil der Weg zu Multimillionen, der darf auch Spaß machen. Aber meistens ist man so im Ego gefangen. Meistens ist man so in seiner Denkweise gefangen, dass man nicht auf die nächste Stufe kommt, dass man immer die gläserne Decke sieht und ackert, 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 aber irgendwie bricht man nicht durch. Es kann anders laufen, es kann leichter gehen, es kann auch schneller gehen. Aber nur dann, wenn du dich priorisierst und wenn du wirklich strukturiert die richtigen Sachen zur richtigen Zeit machst. Und wenn du wissen willst, was das bei dir sein könnte, was die blinden Flecken sind, die dich vielleicht davon abhalten, dann geh jetzt auf umsetzer.de, buch dir deinen Termin und wir beide sprechen persönlich 1:1 und wir schauen uns deinen Fahrplan an. Du wirst einiges an Mehrwert daraus für dich mitziehen und dann schauen wir am Ende, ob du und ich, ob wir beide das gemeinsam umsetzen wollen oder ob du es alleine versuchst. In diesem Sinne, wir genießen noch ein bisschen die Sonne. Letzter Tag heute. Und dann wieder Attacke. Und das ist nämlich der Bonustipp vielleicht an der Stelle. Die meisten verkacken ja den Wiedereinstieg nach dem Urlaub. Denken sie, ja, jetzt ist so Urlaub für ihn, jetzt mach ich mal Slow-Mo, dies, das. Du bist kein Low-Performer. Du musst ganz genau wissen, am Tag der Rückkehr, wann ist das? Ich empfehle dir immer am Wochenende, weil dann hast du noch 2 Tage, also das Wochenende Zeit, um dich wieder zu akklimatisieren. Und dann wieder Vollgas, dann strukturiert sein. Wochenplanung, Gas, Tagesplanung, Gas. Und dann wirklich deine PS voll auf die Straße bringen. In diesem Sinne, ich genieße jetzt noch meinen Urlaub. Peace out. Ciao.